denke, die Qualität der Mitspieler wird ja auch extrem hoch sein. Und wenn dann Spieler wie Robben, Ribéry, Müller oder ja, gibt es ja viele andere noch, die mir dann zur Seite stehen, dann denke ich schon, dass es auch eine Sache ist, wo man unabhängig vom System seine Tore erzielen wird. Und natürlich ja, ist es so, dass Jupp Heynckes jetzt die Saison für das 4-2-3-1-System stand, aber ich denke, im Endeffekt wird er dann die Mannschaft aufstellen, die am besten oder am besten harmoniert. Und deswegen denke ich schon, dass ich jetzt auch unabhängig vom System meine Entscheidung getroffen habe und wie gesagt, mir einfach nur ja, jeden Tag den Arsch aufreißen werde, damit ich einfach meine Einsätze bekomme. Jetzt weißt du schon, wo du hinziehen wirst. Willst du in der Stadt bleiben? Sitzt du eher im Umfeld? Ich bin mehr der ruhige Typ. Werde mit meiner Freundin zusammen in Umkreis von München ziehen, also nicht direkt in die Stadt. Und ja, werden was Schönes finden und dann hoffe ich, dass ich dort die Ruhe genießen kann, um dann halt auf dem Platz jeden Tag arbeiten zu können. Wie gut kennst du die Stadt schon? Gar nicht. Also in München war ich wirklich zweimal. Das waren zwei Spiele bei den anderen und und von daher, ja, kann ich noch nicht viel zu der Stadt sagen und gut, die Praxis von Dr. Müller-Wohlfahrt ist auch, glaube ich, jedem bekannt, deswegen mehr habe ich noch nicht gesehen.